Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Wandel am Ausbildungsmarkt fordert Unternehmen heraus. Mobile Sparkassenfiliale seit einem Jahr im Vogtland und VfC Plauen startet Trainingsauftakt. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Ein herzliches Willkommen in der neuen Woche. Willkommen zur Montagsausgabe von Tag aktuell hier bei TV Westsachsen. In wenigen Wochen beginnt das neue Ausbildungsjahr und noch immer sind Jugendliche wie auch Unternehmen auf der Suche. Die einen finden keine geeignete Lehrstelle, die anderen keine brauchbaren Bewerber. Vor diesem Hintergrund trafen heute Vormittag Unternehmen, Gewerkschaften, Bildungseinrichtungen und Arbeitsagentur zusammen, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Natürlich kennt jeder solche Geschichten, bei denen es Jugendlichen an grundlegenden sozialen Kompetenzen fehlt. Leute, für die Pünktlichkeit ein Fremdwort ist, Jugendliche, die einen Krankenschein per Facebook an ihren Ausbildungsbetrieb schicken, oder wieder andere, die vor nichts und niemanden Respekt haben. Aber öffentlich spricht darüber niemand. Andererseits hat der Ausbildungsmarkt einen grundlegenden Wandel erfahren und dafür können die Jugendlichen wirklich nichts. Es hat sich massiv gewandelt. Nach der Wende haben wir sehr viele ausgebildet, haben viele Ausbildungsplätze gehabt. Das ist also in den letzten 10 Jahren dann wesentlich weniger geworden. Wir hatten also den Tiefpunkt, dass wir für 10 Ausbildungsstellen 30 Bewerber hatten. Und in den letzten Jahren hat sich das wieder positiv entwickelt. Ich schiebe das etwas darauf, dass wir schon Werbung machen, das heißt auf Schulen zugehen, Woche der offenen Unternehmen zum Beispiel intensiv bewerben, ne, dass dort junge Leute zu uns ins Unternehmen kommen und uns kennenlernen. Eine Ursache, dass Betriebe immer größere Probleme bei der Suche nach geeigneten Lehrlingen haben, ist der Geburtenrückgang vergangener Jahre. Doch auch wenn sich noch immer mehrere Jugendlichen auf einen Ausbildungsplatz bewerben, ist das noch lange keine Garantie, dass geeigneter Nachwuchs darunter ist. Das liege aber nicht daran, dass die Schulabgänge dümmer oder die Anforderungen höher geworden seien. Nein, ich denke, das kann man nicht so sagen. Dümmer auf keinen Fall. Es sind halt von der Anzahl weniger geworden, die sich bewerben. Und damit ist natürlich das Spektrum an Leistung, was wir ja aus den Zeugnissen erkennen können, aus den Unterlagen erkennen können, halt breiter geworden. Es sind halt nicht nur, oder die Auswahl derer, die wir für unsere Ausbildungsstellen gewinnen. Ich kann halt nicht nur auf eine 1 oder eine 2 in den Naturwissenschaften schauen, sondern schaue natürlich weiter. Das musste auch das Unternehmen Technify Motors aus St. Ägidien erkennen. Plötzlich riss der Strom der Bewerber ab. Das ist richtig, ja. Wir hatten also bis 2008 problemlos Bewerbungen, konnten uns dort auch die entsprechenden Leute raussuchen, um unsere Ausbildungsstellen zu besetzen. Seit 2008 ist das leider nicht mehr der Fall und da kommen relativ wenig Bewerbungen. Und jetzt wählen wir eben den Schritt, dass wir in die Öffentlichkeit gehen, um eben auch für unsere Firma Werbung zu machen, um unsere Ausbildungsstellen wieder besetzen zu können. Und dabei handelt es sich nicht um die Resterampe, sondern um attraktive Ausbildungsplätze, die eigentlich überrannt werden müssten. Ja, wir sind Hersteller von Flugzeugmotoren, also alles, was in Sportflugzeugen fliegt, wird bei uns hergestellt. Wir sind auch eine Tochter von Continental Motors in Amerika. Da wird eben der ganze Bereich der zivilen Luftfahrt an Motoren abgedeckt. Dafür muss ein Bewerber aber einige grundlegende Dinge beherrschen, wie Mathe oder Physik. Wer sich also für eine Lehrstelle im Maschinenbau oder dem Automobilbau interessiert, sollte schon frühzeitig über seine schulischen Leistungen nachdenken. Ja, drüber nachdenken schon. Und das versuche ich auch bei unseren Gästen zu vermitteln. Also die frühesten, die kommen, sind 7. Klassen. Ich gebe natürlich bekannt, auf was wir Wert legen in den Bewerbungen. Da gehört, wie Sie richtig gesagt haben, Mathe dazu, da gehört Physik dazu, also die Naturwissenschaften. Und da gehören durchaus auch die Kopfnoten dazu, die wir in Sachsen natürlich haben. Also ich hätte schon gern, wenn die Zahlen nicht ganz so groß sind. Weil das sind halt Voraussetzungen, die wir dann bei der Ausbildung brauchen. Das muss entwickelt sein.
Die Gewerkschaften stehen im regen Austausch mit den Betrieben. Denn schließlich geht es bei der Fachkräftegewinnung von morgen auch um das wirtschaftliche Wohl von morgen. Die aktuelle Entwicklung erfordert es, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Dieser Situation müssen wir gerecht werden. Darüber müssen wir reden, darüber müssen wir Lösungen finden. Denn die Unternehmen brauchen den Fachkräftebedarf, die brauchen den Nachwuchs, um eben auch auf Jahre hinweg existent zu sein. Und das ist das Wichtigste, was wir heute erreichen wollten. Wir wollten darüber reden und vielleicht auch den ein oder anderen Jugendlichen noch damit animieren, die eben noch keinen Ausbildungsplatz haben, sich doch einen Ausbildungsplatz hier in der Region zu suchen. Damit sollten Jugendliche so früh wie möglich beginnen. Auch wenn es den Anschein hat, dass der Arbeitsmarkt nur darauf wartet, dass der Herr Schulabgänger mal eine Audienz gibt. Es ist natürlich schon ein Signal, dass die Jugendlichen jetzt die Auswahl haben. Sie können sich eben auswählen, welchen Ausbildungsplatz sie sich aussuchen, wo eben mehr Ausbildungsvergütung gezahlt wird, wo die Arbeitsbedingungen besser sind. Da haben die natürlich jetzt die Wahl und das war vor 10 Jahren eben nicht so. Die Ausbildungsbetriebe müssen ihrerseits aber auch dazu beitragen, geeigneten Nachwuchs zu bekommen. Möglichkeiten gibt es da viele. Das Wichtigste ist, dass eben die Unternehmen nicht nur schauen, dass sie nur Jugendliche haben mit 1- und 2-Abschluss, sondern eben halt auch den 3er dazu nehmen, dass eben diejenigen auch sehr handwerklich begabt sind, aber eben halt nicht eine 1 in Mathe haben. Aber man muss natürlich auch damit sehen, dass die Unternehmen sich was anderes einfallen lassen müssen, um Bewerber auch anzulocken. Man muss schauen, früher war es mal so gewesen, dass man da eine Vespa geschenkt gekriegt hat, heute ist es vielleicht das iPad, aber man muss den Jugendlichen wirklich die Ausbildungsplätze auch geschmackvoll herrichten und die Bedingungen machen, wo die Jugendlichen eben halt sagen, da gehe ich hin in den Betrieb. Dort gibt es vielleicht die Übernahmechance, dass ich danach, nach meiner Ausbildung dann übernommen werde, dass ich dort gute finanzielle Bedingungen habe. Ein Betriebsrat ist wichtig und natürlich auch die Arbeitsbedingungen. Noch gibt es im Bereich der Arbeitsagentur Zwickau noch rund 700 unbesetzte Ausbildungsstellen. Wer noch auf der Suche ist, sollte sich bei der dortigen Berufsberatung Hilfe holen. Seit Juni 2016 ist im Vogtland eine fahrbare Sparkassenfiliale im Einsatz. Der knollrote Bus ist ein echter Hingucker auf den Straßen. 17 Gemeinden stehen auf dem Fahrplan der mobilen Sparkasse und das Angebot wird rege genutzt. Anlässlich des Geburtstages trafen wir uns mit dem Team des Busses in Jößnitz. Jößnitz, ein Stadtteil von Plauen, wird jeden Donnerstag 14.30 Uhr von der rollenden Sparkasse angefahren. Wir waren früher da, um das Bordpersonal zu interviewen. Ein plötzlicher Platzregen verhinderte das zunächst. Einige Kunden waren ebenfalls früher gekommen und deshalb öffnete man die Filiale schon vor 14.30 Uhr. Schließlich kann man Kunden ja nicht im Regen stehen lassen. Einen Dank an die beiden Sparkassenmitarbeiter. Ohne ihre eigentlichen Aufgaben an diesem Nachmittag zu vernachlässigen, zeigten sie uns trotz des Dauerregens den Bus bereitwillig innen und außen. Antje Bauditz und Robin Stiller sind Piloten, Bordpersonal und Berater. Also wir starten morgens an unserer Garage, an unserem Hauptstammplatz, meistens gegen 8.30 Uhr, je nachdem, wo es hingeht. Dann starten wir unsere Tour, fahren den ersten Standort an, bauen dort halt auf und die ersten Kunden können unsere Gesamtleistung nutzen. Und dann wird nach jedem Standort der nächste Ort angefahren und in der Regel ist es meistens so, dass wir auf ca. 18 Uhr dann wieder die Heimreise antreten. Jeden Tag werden bis zu 4 Gemeinden angefahren. Im Prinzip kann man genau das machen, was man auch in der Filiale machen kann, in allen unseren Sparkassenfilialen. Heißt Kontoauszüge drucken, am Geldautomaten Geld abheben, auch Geld einzahlen, Sparbücher nachtragen, Auszahlung von Sparbüchern und alles, was die Verträge betrifft. Auskünfte gibt es genauso wie in der Filiale und Kurzberatungen sind auch machbar. Das Angebot wird in erster Linie gerne von den Kunden in Anspruch genommen, welche selbst nicht mehr so mobil sind. Also vorrangig sind es schon die älteren Leute, die halt wirklich ihren Ort nicht mehr verlassen können, die halt nicht mobil sind. Aber es kommen auch vermehrt jetzt junge Kunden, wo man sagt, die halt mal vorbeifahren, die sehen, ne, jetzt mit den neuen Standzeiten teilweise länger halt, wo dann auch viele Arbeitstätige kommen, die es halt einfach sehen und dann anhalten. Also es ist doch sehr gemischt. Würde ich sagen. Also es ist von allem was dabei. Vorrangig Ältere, aber wie gesagt, es werden jetzt auch immer mehr Jüngere, die kommen.
Natürlich ist die mobile Filiale behindertengerecht ausgestattet. Genau, was wir auch noch mit bei uns anbieten können, ist auch ein Rollstuhllift. Das heißt, auch die Kunden, die nicht so gut zu Fuß sind, ist es machbar, dann auch ohne Treppen bei uns hier oben im Bus alles nutzen zu können. Antje Bauditz und Robin Stiller sind gerne mit dem Bus unterwegs. Die Arbeit ist abwechslungsreich und der Kundenkreis ist groß. Ein Jahr mobile Sparkasse Vogtland. Wie sieht das Fazit aus? Ja, also ein Fazit, es wird sehr gut angenommen. Die Kunden sind sehr, freuen sich drüber, dass wir hier sind. Man kriegt die unterschiedlichsten Reaktionen. Es kommen viele Kunden, es wird gut genutzt. Über 27.000 waren schon da dieses Jahr oder im vergangenen Jahr. Und wir gehen davon aus, dass es noch mehr wird, auch die kommende Zeit. Alles im Allen sind wir sehr zufrieden. Wir hätten selber auch nicht mit so einer hohen Resonanz gerechnet, von daher sind wir wirklich sehr zufrieden. So kann man sicher sein, dass die rollende Filiale auch weiterhin im Vogtland unterwegs sein wird. Den Fahrplan finden Sie natürlich auch online unter www.sparkasse-vogtland.de. Werbung. Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe. Jetzt bei Uta Röder in Zwickau. Uta Röder, das Fachgeschäft für hochwertige Damen- und Herrenmode in der Hauptstraße 46 im Herzen von Zwickau, schließt zum 30. Juni 2017. Von Mark Kane über Strenes und Fabiana Filippi bis hin zu Hugo Boss und Bogner. Alles muss raus. Jetzt zuschlagen und hochwertige Designermode ergattern. Zwickau feiert Stadtfest zum 16. Mal. Vom 17. bis 20. August. Auf der Hauptmarktbühne mit Stereo Act, The Legendary, JBO, Die Lochis, Lotte und Johannes Oerding. Spables Helpers, Karussell und Marley's Ghost, A Tribute to Bob Marley, stehen für Musikerlebnisse auf dem Domhof. Auf dem Kornmarkt wackelt die Erde mit The Silver Rats, Familie Hossa und Monika Martin. Das Zwickauer Stadtfest vom 17. bis 20. August. Räumungsverkauf bei Uta Röder wird verlängert. Nutzen Sie die letzte Gelegenheit zum Kauf von nochmals stark reduzierten Markenprodukten. Ich gehe gerne in den Sportpark, weil ich fit bleiben will. Und beweglich bis ins hohe Alter. Nicht nur bis ins Alter, sondern bis ins hohe Alter. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Ich fühle mich hier zu Hause. Alt und jung zusammenleben. Da, wo ich spielen kann. Einer ist für den anderen da. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Bei jungen Leuten kommt mal schnell jemand vorbei. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. In Pleißa hat das zurückliegende Wochenende für 2 Autofahrer denkbar schlecht begonnen. Ein 35-Jähriger war am Freitagabend mit einem Passat auf der Hohensteiner Straße unterwegs und fiel einer Polizeistreife auf, weil das vordere Kennzeichen fehlte. Der Mann versuchte zu flüchten, doch die Streifenwagenbesatzung blieb dran. Schließlich stellte er das Auto auf einem Feld ab und setzte die Flucht zu Fuß fort. Allerdings waren die Beamten etwas sportlicher als er. Eine Fahrerlaubnis hatte der Autofahrer nicht. Ob er unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs war, soll eine Blutprobe klären. Kurz zuvor war der Polizei bereits ein 23-Jähriger ins Netz gegangen, der mit gestohlenen Kennzeichen an seinem VW unterwegs war. Auch bei ihm lag eine Rauschfahrt nahe,
Auch er musste zur Blutentnahme. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Das für dieses Jahr geplante Konzert von Una in der Neuen Welt in Zwickau muss verschoben werden. Der Grund dafür ist allerdings ein sehr erfreulicher. Die Künstlerin erwartet ihr erstes Kind. Der Veranstalter Semmelkonzerts hat nun den neuen Termin bekannt gegeben, der 3. April 2018. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Viele sind derzeit im Urlaub, aber gerade Sportler sollten schon mal dran denken, dass die nächste Saison garantiert kommt und natürlich entsprechend frühzeitig mit den Vorbereitungen beginnen. Das ist auch in Plauen passiert. Wir waren beim VfC bei den Vorbereitungen mit der Kamera dabei. Nachdem vor einigen Tagen der Drittligist FSV Zwickau mit seinen Saisonvorbereitungen begonnen hat, hieß es am vergangenen Freitagabend auch für den Oberligisten VfC Plauen ringfrei Trainingsstart in der Oberliga. 6 Neuzugänge tragen in Zukunft das Trikot der Vogtländer. Und es sind ganz erfahrene Spieler nach Plauen gekommen, um mitzuhelfen, die kommende Saison für den VfC erfolgreich zu gestalten. Nico Quade als Trainer der Schwarz-Gelben verfolgt natürlich ehrgeizige Ziele und die sind durchaus erreichbar, wenn man einen Blick auf den aktuellen Spielerkader beim VfC Plauen wirft. Prominenteste Mannen im Kader sind natürlich zweifelsohne Marian Unger und Robert Paul, denn beide kamen vom Drittligisten FSV Zwickau. Mit welcher Grundeinstellung geht denn Marian Unger die neue Oberligasaison beim VfC Plauen an? Mit der Grundeinstellung, wieder erfolgreich sein zu wollen. Und das bedeutet, in der Liga, in der ich spiele, will ich immer der Beste sein. Darauf freue ich mich und bin gespannt, was wir da dieses Jahr erreichen können. Danilo Dersewski wird ja nun ein Konkurrent von Ihnen sein. Konkurrenz muss aber nicht unbedingt heißen, dass man nicht freundschaftlich miteinander umgeht. Ja, das habe ich ja in all den Jahren auch versucht zu pflegen, kollegiales Verhalten. Egal, ob es in Zwickau war oder in meinen vorigen Stationen. Und deswegen freue ich mich auch auf den neuen Kollegen. Mal noch ein Satz zum FSV Zwickau. Es war sicherlich ein komisches Gefühl, nachdem man den Höhenflug mitgestaltet, mit vorbereitet hat, plötzlich Nummer 2 zu sein, sich immer wieder anbieten zu müssen, um dann doch zu sehen, dass ein anderer plötzlich davor steht. Hat das manchmal auch ein Stück weit am Selbstvertrauen genagt? Nein, das nicht. Dafür bin ich zu lange dabei. Natürlich willst du Fußball spielen. Das war ärgerlich, gerade mit dem neuen Stadion, dritte Liga. Aber Johannes Brinkis hat einen tollen Job gemacht, ist ein guter Junge. Der soll weiterhin so einen Job machen. Und ich freue mich eben jetzt auf die Aufgabe und werde Zwickau natürlich immer im Kopf behalten. Und auch Robert Paul, der vor Jahren aus Babelsberg nach Zwickau kam und nun für den VfC die Fußballschuhe schnürt, blickt mit den Blauenern optimistisch nach vorn. Das Trikot hat sich geändert. Aktuell hat es noch ein bisschen schmal geschnitten. Aber ich hoffe, das wird jetzt in den nächsten Wochen alles dann ordentlich kommen. Und ja, ich denke, die Sache, wie es dann zustande gekommen ist, ist gut. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und ich hoffe natürlich, dass wir auch sportlich da eine gute Rolle spielen. Selbst von mir erwarte ich halt das, was ich auch damals in Zwickau mitgebracht hatte, wo wir in der Oberliga, wo wir noch in der Oberliga waren. Da war auch die damalige Zielsetzung, oben mitzuspielen. Die wird hier natürlich auch genauso sein. Das kann man auch in der Öffentlichkeit, glaube ich, auch so aussprechen. Alles andere wäre halt dann Quatsch. Und von mir persönlich, ja, ich will das maximal mit meiner Erfahrung einbringen. Gerade auch den jüngeren Spielern helfen. Ja, und dass wir dann halt dann mit all Macht sozusagen, auch mit der mannschaftlichen Geschlossenheit, dann natürlich auch sportlichen Erfolg halt einheimsen. Sind Sie schon mental hier angekommen? Denn es ist ja wohl ein Unterschied, ob man in der dritten Liga oder eben dann in der Oberliga spielt. Fußball ist Fußball, aber das ganze Umfeld ist anders und es sind andere Kollegen. Da muss man sich erst damit klarkommen. Ja, ich hatte ja damals den Schritt auch schon gemacht. Also ich bin ja auch von der dritten Liga Babelsberg in die Oberliga Zwickau gegangen. Also es ist jetzt kein ungewöhnlicher Schritt für mich. Er ist damals halt gut gegangen oder es ist gut gegangen mit den Zielsetzungen, was wir damals hatten, dass wir in bezahlten Fußball zurückkommen, haben wir dann innerhalb der 6 Jahre dann geschafft. Ja, vielleicht klappt das hier auch und ja, so viele neue Mitspieler sind es gar nicht. Ich kenne ja einige Gesichter, also ja,
ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, alles neu, alles ungewöhnlich. Ja. Das Stadion können wir auch zu gut. Wir sind aufgestiegen. Also ich denke, so viele Sachen sind gar nicht anders. Natürlich ist es fußballerisch was ganz anderes erstmal, dritte Liga zu Oberliga. Ja, und deswegen wird unser Ziel sein, dass wir schnellstmöglich halt dann auch hier wieder rauskommen aus der Oberliga. So, und ja, ich denke, wenn wir da eine ordentliche Vorbereitung hinlegen, dass das dann dementsprechend gut aussehen könnte. Ja, und welche Ziele visiert Trainer Nico Quade an? Ja, wir haben, denke ich, letztes Jahr schon in Ansätzen bewiesen, wozu wir in der Lage sind. Wir haben die Mannschaft nochmal verstärkt und demzufolge sollte die Marschrichtung natürlich weiter nach oben gehen. Ja, ich denke schon, dass wir im Blauen jetzt so eine Stabilität wiedergewonnen haben in allen Bereichen, dass wir schon darüber reden sollten, in den nächsten zwei Jahren den Aufstieg in die Regionalliga auch ernsthaft anzugreifen. Worauf kommt es denn in den ersten Spielen ganz besonders an, insbesondere für die neuen Spieler bei Ihnen? Jetzt kommt es darauf an, dass sich die Mannschaft so schnell wie möglich findet. Ich denke, das ist eigentlich ein leichtes Unterfangen, da der Großteil ja längerfristig hier schon Fußball spielt. Meine Philosophie kennen und auch verstehen und die Neuzugänge ja auch keine Unbekannten sind, sowohl für mich nicht, als auch ich bin ihnen kein Unbekannter. Und demzufolge denke ich, dass das sehr schnell gehen müsste in der Vorbereitung. Wird sich am Trainingsablauf, an den Abläufen innerhalb des Trainings etwas ändern gegenüber der vergangenen Saison? Nein, wir haben letzte Saison sehr viel trainiert, sehr hart trainiert, haben versucht, die jungen Spieler so weit wie möglich nach vorne zu bringen. Sicherlich werden wir dieses Jahr gezielter auf die Spiele auch hintrainieren, uns noch gezielter vorbereiten, um dann auch erfolgreich zu sein. Was fordern Sie denn den altgedienten Neuen ab? Dass sie das, was sie bis jetzt an Leistung gebracht haben, hier auch reinbringen und im Blauen als absolute Führungsfiguren auftreten. Ich denke da insbesondere jetzt an den Herrn Rupf, an Marian Unger, an Robert Paul. Das muss zu sehen sein, dass die Spieler aus der Regionalliga bzw. aus der dritten Liga kommen. Nun beginnt heute das Training. Es wird auch Vorbereitungsspiele geben. Gegen welchen Gegner oder gegen welche Gegner? Ja, wir fangen logischerweise immer damit an, gegen kleinere Vereine hier in der Umgebung zu spielen, um dort auch die nötige Spielfreude zu erzeugen. Es ist immer ganz, ganz wichtig, auch als Abwechslung zu dem harten Vorbereitungsprogramm. Und dann hinten raus ist es schon so, dass wir auch mal gegen Zwickau logischerweise testen werden, als Abschiedsspiel auch für einige Spieler, auch für Blauner Spieler wie Falk Schindler, der hier jahrelang gespielt hat beispielsweise. Das sind dann schon Gradmesser für uns. Gerade Falk Schindler, das war ja nun einer der tragenden Figuren für Ihre Mannschaft. Er wird schon eine Lücke hinterlassen. Wem trauen Sie denn am ehesten zu, diese Lücke zu schließen? Ja, Falk wird auf jeden Fall eine Lücke hinterlassen. Ich denke, er hat in den letzten Jahren brutal gute Leistungen gebracht für den Verein. Ich bin froh, dass er jetzt weiter in dem Verein tätig ist und seine Erfahrungen weitergibt. Natürlich hoffen wir natürlich, dass der Herr Rupf und auch Robert Paul diese Lücke, diese Führungsspielerlücke sofort schließen werden. Jetzt geht's los. Alles Gute, Nico Quade, für Sie und Ihren Verein, den VfC Blauen. Dankeschön. Letztes Jahr in der Oberliga, sage ich mal. Wir werden sehen. Gut, viel Erfolg. Alles klar. Wie viel Optimismus steckt eigentlich in der Präsidentin Dagmar Baumgärtel? Ja, ich bin sowieso optimistischer Mensch, sonst kennst du VfC nicht meistern. Ne? Also das muss man so sagen. Aber ich habe ein ganz großes Vertrauen auch in den Trainer und das Trainerteam. Und ich denke mal, die Spieler machen ihr's. Dann wünschen wir dem VfC alles Gute für die heute beginnende Saison bzw. heute beginnt die Vorbereitung. Danke fürs Gespräch. Danke Ihnen auch. Bleibt als Fazit dieses Trainingsauftakts? Der VfC ist? Der FSV Zwickau hat den 21-jährigen Torhüter Lukas Kischos für ein Jahr vom Ligakonkurrenten Magdeburg ausgeliehen. Damit sind die Zwickauer Planungen auf der Torhüterposition abgeschlossen. Der 1,91 Meter große Keeper stammt aus Zeitz und wurde beim Nachwuchs des 1. FC Magdeburg ausgebildet. Die Eispiraten Crimmitschau haben die Lizenz für die DEL 2 in der Saison 2017-18 bekommen. Damit beginnt nun auch die Erstellung des Spielplans. Er soll Mitte des Monats veröffentlicht werden. Die DEL 2 startet dann Mitte September mit 14 Teams in die neue Saison.
Werbung. Willkommen bei dem Komplettversorger rund um Ihre Gesundheit, der Treitschke GmbH. Wir sehen im Patienten in erster Linie den Menschen. Deshalb verstehen wir es als unsere Aufgabe, nicht nur die Mittel zur Linderung von Symptomen zu liefern, sondern vor allem mit Menschlichkeit und persönlichem Engagement das Leben ein Stück lebenswerter zu gestalten. Wir fangen den Menschen auf, hören ihm zu und nehmen ihm zahlreiche Herausforderungen ab. Einfach gesagt, wir kümmern uns. Das ist unsere Unternehmensphilosophie seit nunmehr fast 25 Jahren. Unser Team besteht aus hervorragend geschulten Mitarbeitern im Innen- und Außendienst. In den Bereichen Homecare, Orthopädietechnik, Reha-Technik und in unseren Sanitätshäusern stehen Ihnen unsere Mitarbeiter mit ihrem Fachwissen und ihrer oft jahrzehntelangen Erfahrung mit Rat und Tat zur Seite. Fordern Sie uns, wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Wenn wir Ihnen eine Wohnung vermieten, dann wissen wir, Sie vertrauen uns den für Sie wichtigsten Platz der Welt an. Mehr als 65.000 Kindern bieten wir ein gutes, sicheres Zuhause und Wohnumfeld. Wer gibt Städten Gesicht und Seele? Wir sind das. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Schuh Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Ferne Zukunft sehe ich glückliche Menschen in gemütlichen, hellen Räumen. Diese Wohnungen sprechen zu ihren Bewohnern. Zukunft! Bei der WEWOBAU in Zwickau ist das doch schon längst Realität. Dank intelligenten Wohnungen mit Smart-Home-Technologie können Sie schon heute wohnen wie andere erst morgen. Entdecken Sie unsere Angebote und die Vorteile des Wohnens in einer starken Gemeinschaft. WEWOBAU. Bei uns wohnt die Zukunft. Der Gasthof Giegengrün und das Giegengrüner Heimateck in Hartmannsdorf bei Kirchberg mit seinen lebensgroßen, beweglichen Figuren, Kinderspielplatz und Biergarten ist immer einen Besuch wert. Der Gasthof Giegengrün ist täglich ab 11 Uhr geöffnet. Ihre Hochzeit oder Familienfeier im Festsaal wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Abholung oder Ausfahrt mit dem Oldtimer ist ein einzigartiges Geschenk für Ihren Jubilar. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten. Das ist das Besondere im Gasthof Giegengrün. Das Wetter präsentiert Ihnen Ihre Goldbrötchenbäckerei Jansburg aus dem idyllischen Vogtland. Bei jedem Wetter die richtige Wahl. Am Dienstag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Bei Tageshöchstwerten bis zu 21 Grad weht eine leichte Brise aus nordwestlicher Richtung. Hier sind die Wetteraussichten bis Freitag. Ab Mittwoch kommt der Sommer wieder zurück. Bei angenehmen 24 Grad setzt sich im Tagesverlauf die Sonne durch. Am Donnerstag regiert erneut die Sonne am Himmel über Westsachsen. Das Thermometer erreicht 26 Grad und es ziehen lediglich vereinzelte Wolkenfelder vorüber. Der Freitag wird mit 28 Grad der wärmste Tag der Woche. Nur am Abend muss mit leichten Gewittern gerechnet werden. Vielen Dank fürs Einschalten, und wenn Sie
nicht einschalten können, zum Beispiel wenn Sie irgendwann jetzt die Tage in den Urlaub fahren, dann müssen Sie auf TV Westsachsen auch nicht verzichten. Das gibt es alles online. Schauen Sie mal auf unsere Internetseite. Da ist in die Mediathek verlinkt. Und da kommen Sie dann auf unseren YouTube-Kanal. Und da können Sie auch im Urlaub alle Abendmagazine wunderbar verfolgen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen tollen Montagabend. Bis morgen.